So, was gibt's sonst noch für Sportarten, über die wir reden könnten? Es gibt Bienen rausglitschen. Oh, ja, da bist du schon. Nein, aber die Sportart gibt's. Na, okay. Wo wird's die schon geben? Bienen. Irgendwo, zufällig bei Mega Man 3 vielleicht. China, in China irgendwo. Ja klar, rausglitschen vor allen Dingen. Aber bitte Jo. sterb jetzt nicht. Ich mag du nicht, wenn du stirbst, Mega Man. Nicht so gerne. Apropos, mal sehen, wie das. Ah, scheiße! Wie was Was hat denn ist? der gemacht, der Trottel da, Ja, der hat der dich mal Rush? knallhart getötet, würde ich sagen. Das ist das erste Mal, wo ich Rush wirklich ausschimpfen muss. Was soll das, du böser Hund? Obwohl Ich Rush ist meine, doch eigentlich ich ganz cool mag in dem mich. Spiel. Ja, ich weiß. Ich meine, ich kann auch nicht die Leute verstehen, die was gegen Rush haben. Das Mirko. Funk Royal. Ja, genau, alle haben sowas gegen Rush. Ich Ah, oh verstehe Gott, es nicht, aber aha, ich jeder hasse hat das. was. Wenn die Bosse, oh, okay, jetzt weißt du, wo ich bin. Wenn die Bosse noch einen Treffer brauchen und dann Und hauen die dich dann weg. töten. Ja, genau. Und warum muss ich auch immer auf Risiko gehen? Das ist jetzt das zweite Weiß. Mal, dass es schon bei diesem Mal passiert hier. Du hast doch einen E-Tank, Ja, ich hab zumindest. einen. Ich hab sogar drei. Spoiler. Oh, ey, warum gehst du auf Risiko? Ich habe sogar auch einen jetzt. Ja, und ich Du weiß, weißt aber nicht, wo ich bin. ich hab's fast geschafft, deswegen. Na. Okay. Ach, passiert. Mei, wird schon nicht so ein Beinbruch werden, Ich hoffe, dass du dir was auch noch so einen Scheiß passiert. Ah, mich. Ja, ich könnte gerade gleich bei. Ach nein, könnte ich nicht. Du Das hast stimmt gar nicht. Energietanks. So, jetzt habe ich ein Item, das ich haben will. Ich liebe Protoman. So, Hatte ich nur okay. gesagt. Protoman? Joa. Ich liebe Nein, er Protoman. heißt Breakman in diesem Spiel. Ach so, ich dachte Blues. Ja, auch, oder? Auch. Ich weiß auch nicht. Also später steht der Breakman Glaube da. ja. Ach so. Na gut, jetzt kommt so ein ganz doofer, normaler Gegner, der kein Boss ist, der aber ein bisschen größer ist. Und Okay. danach kommt der Boss. Ich glaube, ich weiß, Oh, ich welchen Gegner du meinst. Wahrscheinlich dieses rote springende Ei. ja, dieses erotische springende Ei. Erode, ja, genau. Du verstehst auch nur, was du willst. Jo. Ach, übrigens, man kann die Fäuste von Hartman aus dem Bild glitschen, sodass sie nicht auf einen zurückkommen. Wenn man am Kommen die Rand steht. zurück? Die kommen zurück. Echt? Ist mir nie aufgefallen, dass Außer die wenn man am zurückkommen. Rand ist. Außer wenn man ganz am Rand ist, zurück. Okay. Jetzt darf ich offiziell verkünden, dass du gewonnen hast. Hey! Was? Wieso? Ich Nein, bin die kurz könnten vorm dein Mittelpunkt. Level. Ich bin kurz Ach. vorm Mittelpunkt gestorben. Oh. Na, ich sag Ich mal so, dann bin. können wir ja jetzt immer Safe State machen. Damit ich meine Aufnahme Meinst aufmachen du, kann. okay? Ja, klar. Sag an. 3, 2, 1. Welche Taste war das nochmal? Ach, die da. Okay, Okay. dann nochmal. So, dann speichere ich mal die Aufnahme. Bist du fertig? Ja, so, ich habe jetzt ein bisschen später. Okay. Los. Aufnahme, okay. Ja gut, lad du mal dein Safe State. Ich habe meins umsonst gemacht. Ja, okay. Selbst Okay, also dann. ich habe geladen. Sag, wann es weitergeht. Gut, dann mach weiter. Ich bin Wann? jetzt schon. Das ist schön, wenn man sein Safe State nicht laden muss, weil man im Boss-Ausweis-Screen ist. Da kann einem ja nichts Spielst du passieren. schon weiter oder was? Du nicht? Nein. Ich dachte, du zählst noch rein oder Was? so. Ich dachte, du zählst noch rein. Ach Dann, jetzt so, kannst du dein nö, Safe ich State dachte. laden. Ach Mann, dann komm, dann gebe ich dir ein paar Sekunden Vorsprung. Komm, zack. Okay. Ist ein sehr, sehr komisches Ja, Race, auf ich jeden. weiß. Also, Regeln, die nehmen wir nicht so eng. Nee, ach, Hauptsache, irgendjemand kommt zuerst an und der andere nicht. So ist es. Als nächstes erlauben wir noch Passwörter. So, jetzt darf wieder. Wahrscheinlich. Oh, jetzt habe ich aber dadurch Waffenenergie verbraucht. Egal. Das ist mir egal. Das ist mir auch egal, Ach, scheiße. weil klappt auch so. Dann ist es mir nicht egal. So, noch ein Yeah. bisschen. Ach, du holst mich sowas von ein. Ach, warum bin ich gestorben da beim letzten Mal? Sieht Und gar ich bin schon nicht. vor dir. Du bist sowas von vor mir, Das du kann bist. sich aber noch ändern. Das vielleicht hat irgendwann deine Reihenfolge Ah, das glaube ich nicht. Wirkt. Nicht so viel. Das bezweifle ich. So, weil das ist jetzt der große, einer von den beiden großen Vorteilen, die ich durch die Reihenfolge habe. Rush Also. oder wie? Ja, genau. Ach, den hast du schon. Ja. Oh. Du böser Schlingel, du. Ja, du hast noch nicht, ne? Aber du hast ihn auch gleich, oder?
Ah ne, du machst ihn jetzt ziemlich zum Schluss, oder? Hä? Hab ich gehört, dass... Ich hab ihn bis zum Schluss nicht, das stimmt. Das ist sehr, sehr, sehr mies für mich. Und das ist halt der Vorteil an meiner Reihenfolge. Und was der Nachteil ist, kann ich jetzt eigentlich nicht so genau sagen, außer dass ich... ja, sag mir, was der Nachteil ist, sag mir den Vorteil an deiner Reihenfolge. Okay, du hast ein paar Waffen mehr, wenn du bei Gemini Man bist, aber das war's dann auch. Aber das bringt mich ja auch nicht so weiter, also das habe ich schon. Weil ich finde meine Reihenfolge auch gut, weil bei Gemini Man... Oh nein, doch nicht, Mann. Hä? Weil bei Gemini Man kriegt man ja auch schöne Waffen. Nicht Waffen, Energietanks. Deswegen finde ich die auch ganz schön. Die ich aber blöd bin und die benutze nicht. Und sterbe lieber. Das solltest du lieber tun. Ja, ich weiß dass ich viel zu viele Energietanks zum Schluss habe. Also... Sollte ich das ruhig machen? Ja, das solltest du tun. Aber sowas von... Nee, jetzt habe ich gerade volle Energie. Aha. Ja, jetzt habe ich dir schon wieder was gespoilert. Ah, wie blöd muss man sein? Nein. War gut. Bist du gerade gestorben? Das Bullet Bill Wolken noch. Oh, du bist kurz vor Snake Man gestorben. Gut. Nein, nicht kurz vor Snake Man. Ich bin direkt in eine reingesprungen. Lebst du noch? Nein, ich lebe nicht, ich bin runtergefallen. Oh, das ist gut, das ist gut. Weil dann jetzt haben wir einen kleinen Ausgleich. Es wird nochmal spannend. Oh, das ist ja gut zu wissen. So. Ist das doof, ey. Oh, sonst habe ich das viermal untersprungen. Ja, aber genauso. Nee, diesmal. Genauso wie bei meinem blöden Instant Deathbike. Ich bin echt von so einer Wolke rausgeglitscht, wetten. Da bin ich. Ja, ich springe immer vorher, weil das ist echt ein Kack. Oh, da kann man ja drunter durchsliden und komm, jetzt geht er. Mega Man, danke. Mega Man? Mega Man! Man! Mega Man! I've never seen this type on Earth! Hey? Sagt das was? Nee. We cannot let it fall into Dr. Wowie's hands! Das ist bestimmt irgendwie aus der Serie oder so. Das ist aus Mega Man 8 aus den. Ach so, ja, das habe ich zum Glück so gut wie gar nicht gespielt. Aus gewissen Gründen. Ja, wahrscheinlich wegen... Jump, slide. Jump. Das ist doch das Geilste am Spiel. Deswegen. Das war wenigstens noch so bescheuert, dass es lustig ist, aber der Rest... Ich finde das nicht so gut, wenn Mega Man halb so groß wie der Bild ist. Das Bild. Ja, der Bildschirm. Was auch immer. Ich glaube, in der PS1... Auf der PS1 war er wieder mehr oder weniger im Verhältnis. Aber auf dem SNES war es nicht. Also da überhaupt nicht. Wann kommt denn eigentlich... Ein Treffer noch. Yeah. Wann kommt denn eigentlich diese Vollversion von... Mega Man FC 8 oder wie es auch mal heißt. Ich weiß nicht, wann das kommen soll. Also, es ist ja natürlich ein Fanprojekt irgendwo und deswegen kann ich da nichts sagen. Schade. Ich hab's auch nur von jemandem empfohlen gekriegt, einen Link geschickt bekommen. Ja, ich habe gesehen, dass du die Demo-Let's Plays hast. Es ist eine neue, auf jeden Fall schon draußen, eine neue Beta. Ach so. Ja, aber ich würde es wahrscheinlich spielen, wenn alle draußen sind. Jo. So, jetzt komme ich zu Gemini Man und dann sehen wir mal, wie viel anders das sein wird. Machst du auch den Proto-Man-Glitch? Ich mache nicht den Proto-Man-Glitch. Ich schaffe den eh nicht. Achso, ne, okay. Dann sieht man ja, wie die Cutscene normalerweise aussieht. Oh. Dann sieht man, was ich geskippt habe. Das waren irgendwie 5 Sekunden. Jo. Ganz böse 5 Sekunden. Siehst du noch was du dann wieder aufholen kannst? 5 Sekunden, ja, okay. Yeah, ganze 5 Sekunden. Wow. Ey, ich kann das Spiel zweimal durchspielen, deswegen. Den so gut wie gleichzeitig fertig, Dr. Wily. Wenn, dann wären 5 Sekunden echt entscheidend. Ja, klar, aber... naja. Nein! Oh, nö! Ja, wenn du... Was hat die Sprungtaste mir angetan? Oh, ich mag deine Sprungtaste. Was hat die Sprungtaste getan? So rum. Weil sie hat gerade irgendwie nicht funktioniert. Ah, das ist gut. Will ich jetzt mal behaupten. Das kann immer sagen, immer ist der Controller schuld. Immer der Controller. So, und jetzt sehen wir ein Beispiel. Bei mir ist es immer der Controller. Jetzt sehen wir ein Beispiel. Topspin isn't useless. Yay. Ja, genau. Ich meine, ich finde die Waffe ehrlich gesagt gegen manche Sachen gar nicht so schlecht. Es ist besser als Sparkshot oder was zum Fuck. Also. Oder Gemini Laser. Das ist ja sogar die ultimative Waffe. Die ja, gegen ultimative, wirklich Geheimwaffe. Sagen wir gegen zwei Waffen. Es gibt eine Seite, auf der steht, dass man einen gewissen Boss mit dem Topspin besiegen kann. Und das mit nur einem Schuss. Mhm. Das werden wir wahrscheinlich dann auch sehen. Das werden wir dann sehen, ja. Joa. Ich meine, glaube ich, eine Taktik habe ich von dir, welchen ich killen kann mit Topspin, und die andere hast du von mir. Ja? Ja. Du hast mir gesagt, dass man den Klon so, töten kann. So, da haben wir bitte die unnötigen 5 Sekunden und ich bin wieder nicht an das Leben gekommen.
Ach, das soll, was dann das kann ich ja sowieso nicht ansammeln, wenn ich das den Glitch da mache. Ja, das kannst du sowieso dann nicht. Aber das Leben ist Scheiße, ja egal. Scheiße, ich habe mich versprungen. Ja. Ich hätte so schön da durchkommen können durch diese eine Stelle hier. Aber nein. Ich wette, das hast du besser gemacht. Hoffe ich doch. Oh, ich nehme jetzt einen Energietank. Du kennst doch diese Kugeln, ne? Die man zerschießt und dann die kommt Sperrkugeln? Also gleichzeitig in... mhm. Oder was soll das sein? Ja, diese braunen Kugeln da mit den Viechern. Braune? Drin. Ja, diese Eizellen. Ja. Mit dem blauen etwas dran. Ja. Mit dem Spermium in ja, klar. Blau. So sieht's aber auch wirklich aus. Ja, kann ich meine, was haben die gesagt? Ich meine, bei Snakeman sieht's auch nicht unbedingt aus, dass er eine Schlange hinten dran hat. Richtig. Spurman, yay! ist mir gar nicht aufgefallen. Aber ja, dafür ist dir der Piraten-Penis-Song aufgefallen. Ja. Das ist mir auch nicht. Das ist mir echt nicht aufgefallen. Seine Dr. Wily Penisse schießt, ne, super. Und dass die auch noch länger und kürzer sind, aber okay. Ja, sieht man mal, was mir so alles für Blödsinn aufhört. Ja, klar. Anstatt mal richtige Sachen in irgendwelchen Spielen, aber nein, das ja, nein. Sind solche Blödsinnigen. Immer nur das eine. Immer nur das eine, sowieso. So. Wusch. So. Jetzt mache ich einen vorteilhaften Vorteil draus aus meiner Situation. Oh Gott, nein. Doch. Ah, und ich treffe nicht mal. Ich meine, wenn wir schon mal bei dem Thema sind, können wir auch noch alle möglichen Sachen über Hartman erzählen. Ich meine ja nur. Der war gut, der war sehr gut. So. Ab auf den Bastard. Also was haben die sich dabei gedacht, wenn die Hartman nein! gemacht haben? Das ist nicht wahr! Ja! Ich könnte heulen. Ah, oh, das ist gut. Doof. Ist das doof, was mir da gerade passiert ist? Ein Tod, der nicht hätte sein müssen, der mir sonst nie passiert ist. Ja, genau wie mein Instant Death Spike, Freund. Da muss ich. Genau so ein Scheiß. Ach Gott, treff mich nicht. Blödes Viech. Komm mal. Gut. Ja, blöde Viecher habe ich ja auch gerade haufenweise. Die sind sowieso überall, in jedem Level, an jeder Stelle. Ja. Sonst wären es keine blöden Viecher, sondern nette Viecher. Und nette Viecher interessieren einen ja nicht. Nee, die sind ja nett. Die sind so nett. Boah, wir sind so sinnhaft. Ja, voll. Ich weiß. So. Also, Let's Play. Improvisation, nicht Synchronisation. Ja. Komm, so, hier habe ich auch gleich den zweiten Fall. Topspin isn't useless. Ich benutze das Teil relativ oft, muss ich sagen. Au. Ja. Schon zum zweiten Mal jetzt. Auch halbwegs. Also, okay, ich abgesehen von Shadowman zum zweiten Mal. Oh, welche Waffe war denn? Ach, Snake, genau. Och, ey, hier. Gimini Man mit Snake. Das ist ja. Easy going. Ende. Und ich schieß nicht mal. Ich krieg's nicht mal hin zu schießen. Oh, das ist gut. Ich, hä? 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 Jetzt reicht's. Game over! Das ist nicht wahr. Oh, du bist echt Game over. Ich hab mir übrigens den Zeitsprung verschafft, ey, Alter. Das ist nicht wahr. Normalerweise, das ist unmöglich, den zu verkacken. Eigentlich ja. Und vor allem, wenn man drei Sub-Tanks hat. Hast du nicht benutzt? Was ich? Energy Tanks meine ich. Oh, ich verfalle Energy mich Drinks? Wieder in Mega Man Tank. Oh Gott, nein. Game over, das ist schon hart. Ja. Wie man so schlecht sein kann, ey. Das wie viel Mens musst du noch machen? Scheiße. Ah, jetzt gibt's dieses Problem. Ich habe mich nicht absichtlich. Ach nee, warte mal, ja. Was hast du? Stimmt. Die andere Regelung wäre ja gewesen, hätten wir nach Stages geordnet, weil so ist es ja okay mit den Subtanks sammeln. Da. Ja klar, weil, das kannst du machen. Das ist mir auch egal, weil ich habe mehr als genug. Ich würde auch sammeln gehen, das ist scheißegal. Da hast du meinetwegen jetzt einen klitzekleinen Vorteil, wenn du so willst. Klitzeklein, ja toll. Ich werde wahrscheinlich 9 zusammen haben, von denen ich dann keinen benutze. Oh, scheiße, daneben. Ah, ich hätte es fast geschafft, reinzuspringen. Nur fast.